Gestern war hier ein ganz wilder Sturm, eine Superzelle sozusagen, konnte ich leider nicht filmen, keine Zeit dafür. Ja, da ist auch einer von den Ästen abgeknickt. Ich habe hier auch verschiedene Pflaumen. Ich mache jetzt gleich den zweiten Teil von dem Grundstück. Also hier sind so eine Riesenpflaumen dran, für Pflaumenmus wahrscheinlich. Hier wachsen sogar Pflaumen am Stamm. Etwas länglichere, vielleicht für Kuchen, weiß ich nicht. Hier sind viele runtergefallen, aber sind alle noch nicht reif. Hier sind noch welche, die kommen später auch gut. Dann kann man nacheinander ernten sozusagen. Und ich gehe jetzt mal weiter hinter, damit ihr seht, wie riesig das hier ist. Und hinten der Blick, der ist ja der Wahnsinn. Ich hoffe, dass der Wind nicht zu sehr stört bei dem Video. Hier nochmal, so könnte es aussehen, wenn es regelmäßig gemäht wird. Imre ist heute nicht gekommen. Er hat Asthma. Wer weiß, muss ich vielleicht ausruhen. Jetzt gucke ich mir mal hier das an, weil ich war hier noch gar nicht, war immer so zugewachsen alles. So ein wahnsinnig schöner Kirschbaum. Dieses Jahr sind auch viele Kirschen an dem Baum vertrocknet. War wahrscheinlich zu trocken während des Wachstums. Also der ist, sowas sieht man in Deutschland gar nicht mehr. So eine Riesenbäume. Was haben wir denn hier? Ich habe heute auch festeres Schuhwerk an. Ja, noch eine Kirsche und da sieht man auch, am Baum selbst ist das vertrocknet. Ja. Sieht man das? Da. Also es scheint eine starke Trockenphase hier gegeben zu haben. Ansonsten, jetzt hat es ja 2, 3 Tage richtig geregnet. Jetzt ist alles feucht, natürlich hier unten drunter auch. Das muss ich eigentlich alles wegmachen. Gucken wir mal weiter. Hier ist noch ein Nussbaum, der hat es nicht geschafft. Steht sowieso viel zu nah dran, weil hier ist noch eine Pflaume. Diesmal mit kleineren Pfläumchen dran und naja, ein bisschen wild alles, ne? Aber das schafft man auch nicht mehr zu schneiden. Der ist viel zu groß dafür. Man lässt einfach wachsen. So, ich gehe mal weiter. Was ist denn das hier? Oh, eine Birne. Ich liebe Birnen. Sind aber noch ganz klein und hart. Oh, toll. Ja, und wird ein bisschen bedrängt von der Kirsche hier nebenan. Deswegen ist er auch ziemlich einseitig. Also hier die Seite ist schön stark und die rechte Richtung Kirsche ist etwas schwächlich. Was haben wir denn hier so? Oh, noch eine Kirsche, sieht aus wie eine Sauerkirsche. Okay, nicht ganz so viel dran, aber auch nicht so riesig. Den könnte man sogar noch ein bisschen ernten. Dann habe ich hier noch eine Birne. Aber der Efeu nimmt hier die Kraft. Ja, naja, weiß ich noch nicht genau, was ich da machen soll. Ob ich den Efeu runterhole oder ob die Birne das Zeitliche irgendwann mal automatisch segnet. Naja, ist auch ganz gut, dass es nicht so ganz so viel dran ist. Oh, hier ist noch ein Nussbaum, allerdings beim Nachbarn. Und der hat hier, das war das letzte Mal im Frühling noch nicht. Der hat ja einen Zaun gebaut und mäht hier auch immer schön brav durch bis darüber. Ja, okay, fährt also immer über mein Grundstück drüber. Das ist auch der mein Feld sozusagen bearbeitet. So, hier ist nur noch ein kleiner Streifen zu machen. Was haben wir denn da? Hier sieht man übrigens auch, wie hoch das Gras ist. Also ungefähr bis zum Knie. Was haben wir denn hier? Hier ist ein schönes Feld. Was ist denn das? Weizen sieht aus wie Weizen. So, und da hinten seht ihr schon ein bisschen, da geht es etwas hügeliger. Sieht okay, was haben wir hier? Noch eine Kirsche und auch wieder an der Kirsche selber alles vertrocknet. Eine Riesenkirsche. Wieder ekliger Efeu dran und wieder was abgefallen. Also hier kann ich mal mit meiner Kettensäge ein bisschen üben und Holz machen.
Übrigens auch sehr schöne Kräuter hier überall. Ja. Naja. So, hier ist noch irgendwas zugewachsen vom Efeu. Also eine traumhafte Naturwiese. Ich hoffe, das stürmt nicht zu sehr im Mikrofon. Ah ja, das ist ein Apfel. Okay. Okay. Ja, ein Apfel. Was haben wir denn hier? Das sieht irgendwie so ziemlich wild aus, dieses Ding. Und ah, noch eine Pflaume. Mein Gott, ich werde einen Pflaumenhandel aufmachen. Hier scheint ein Tierleben zu sein. So sieht die Umgebung aus. Ich vermute mal noch eine Pflaume, ja, tatsächlich. Okay, was will ich denn mit so viel Pflaumen? Ich hätte lieber Aprikosen. Ah, hier hat Imre schon was gemacht. Noch eine Pflaume. Oh no. Wer will denn so viel Pflaumen? Furchtbar. So ein schönes Gras. Hat sie jemals so ein schönes Gras gesehen? Ist wahrscheinlich super Tierfutter. Wenn ich Tiere hätte, was haben wir denn hier? Oder ist, oh, noch ein Nussbaum, alles klar. Der ist etwas jünger. Okay, sieht doch ziemlich wild aus, der Nussbaum. Passend zum Wetter. Hier hat mein Nachbar Mais auf mein Grundstück gestellt. Und deswegen kann ich euch wahrscheinlich vielleicht, ich muss mal gucken, ob ich noch einen anderen Standort finde, dass ich euch mal das, ah, das ist ein Apfelbaum, okay. Dass ich euch mal zeigen kann, wie weit das Grundstück überhaupt geht. Das sieht ja schon ganz gut aus. Der macht immer so Kreise um das Grundstück und mäht sich dann immer in die Mitte vor. Ah, Pflaumen, ja, ist gut. Pflaumenhandel. Pflaumenhandel, Preuß. So, schade, der Apfel ist auch mit, schon mit, ja, mit Efeu zugewachsen. Ah ja, jetzt sieht man es so ein bisschen. Da, wo dieser, da und ein Stückchen dahinter, da hört mein Grundstück auf. Also der Mais scheint hier auf meinem Grundstück zu stehen. Zwischendrin hat er noch Kartoffeln gemacht. Also so hochgewachsen habe ich das noch nie gesehen, ja. Hat noch Kartoffeln zwischendrin gemacht, wahrscheinlich zum Beschatten. Sonnenblumen und ein bisschen könnte Kürbis sein, was da wächst. Ja, okay. Und eigentlich ist hier hinten ist das Sollertal. Ich kann das leider nicht ranzoomen. Ich weiß nicht, warum der das nicht macht im Moment. Ja, also hier ist ein traumhafter Ausblick. Hier kann man schon Bauwagen mit Terrasse hinstellen. Und ins Zollertal gucken. Überall Felder. Die Bauern haben auch schon ganz viel geerntet. Also ist ganz gut, dass heute ein bisschen wolkig ist, sonst würde ich nämlich gegen die Sonne hier filmen. Es ist echt schön hier. Und wie gesagt, da ist so ein Strommast und kurz bis dahinter geht wohl mein Grundstück. Könnte ich mal irgendwann vermessen lassen. Wenn ich mal Zeit und Lust dazu hätte. Ja. Naja. Also, jetzt gehe ich mal auf dem gemähten Streifen zurück. Boah, Riesenbäume. Locker 40, 50 Jahre alt. Ja. Also, so sieht eine Naturwiese aus. Ihr steht da, ihr. Ach, da könnte ich hier 10 Schafe draufstellen, die hätten hier alle genug zu fressen. Und das muss ich ja alles noch zusammenharken und Heu machen, sozusagen, zum Mulchen. Ja, so sieht das aus, wenn man hier regelmäßig mäht, auch wenn manche sagen, wozu brauchst du denn einen Rasentraktor? Aber das macht schon mehr Sinn. Ja, hier wird auch schön durchgelüftet vom Maulwurf. Ja, so macht das natürlich auch alles einen besseren Eindruck, ne, wenn man mal überhaupt sieht, was das hier für ein Grundstück ist.
Ich gehe noch mal darüber. Das ist ja ein traumhaft schöner Blick. Guckt euch das mal an. Ich hoffe, es ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man erstens kann ich sich ranzoomen. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht. Und auf so einem Video kann man das immer so schlecht erkennen, aber es ist hier so ganz sanft, hügelig, nicht alles so eingeteilt nach Quadraten. Überall immer so Waldstücken dazwischen. Übrigens, da ich ja hier in so einer leichten Absenkung bin, hinter meinem Haus ist natürlich auch Wald und man könnte wunderbar dort wandern gehen, auf sanfte Art und Weise. Also, ja, und hier kann man mal so ein bisschen sehen, also es geht sozusagen von dort nach dort, das Grundstück. Ich kann das leider schlecht einschätzen, vielleicht könnte man das an den Zaunpfählen mal ermessen, so ein Zaunfall. Vielleicht 1,5 Meter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 1,5 sind 12 Meter breit. Okay. Ja, ist natürlich jetzt alles klitschnass, muss ich erstmal alles abtrocknen lassen. Also so kann ich das jetzt nicht zusammenfegen. Erstens ist es viel zu schwer und dann schimmelt das ja nur, ne? Mein Nachbar hat wunderbar Holz gemacht. Wenn ich mal Zeit dafür habe, werde ich auch mal das ganze Holz hier zusammensammeln und in den Schweinestall packen. Weil da ist genug Holz für den Winter, also ich kann locker. Oh! Warte mal, von vorne. Sie kann sich ja mal von vorne zeigen. Eine schöne Weinbergschnecke. Und riesig. Ich muss hier mal aufpassen. Ab und zu begegnet mir mal eine. Ja, das Holz muss ich mal wegmachen für den Winter. Es ist so schön so geschnitten, dass es auch in den Ofen passt, nur die großen Stücken eben nicht. Ich weiß nicht, ob ich die noch hacken kann oder ob die schon zu hart sind. Scheint eine Weile schon zu liegen. Hier hat leider jemand den anderen Ast abgeschnitten. Wahrscheinlich war der schon abgestorben. Ich muss das mal zeigen. Hier war eigentlich ein dritter Ast und dadurch war der Baum eigentlich im Gleichgewicht. Nun hängt er natürlich auch noch im Wind drin. Ja. Und das ist natürlich blöd, weil er könnte jederzeit nach dort lang umfallen, dadurch, dass ihm da das Gegengewicht fehlt. Naja. Ja, irgendwann möchte ich mal gerne, dass es so aussieht wie bei meinem Nachbarn. Schön mit. Ach, schade, geht eben nicht näher ran. Ein ordentlich gepflegter Garten. Oh, was hat er denn hier hingemacht? Eine Feige hat er hier hingemacht. Okay. Sieht man das? Ein Feigenbaum. Schöne Bäumchen, die man auch überhaupt abernten kann und nicht 50 Meter hoch sind. Da hinten ist irgendwas mit Kürbis oder Zucchini. Hier ist mein traumhaft schöner Nussbaum. Oh, jetzt kann ich mal zur Natursteinmauer. Die muss ich euch mal zeigen. Die ist ja der Hammer. Aha, und hier hat ja mal jemand versucht, den Zaun zu spannen. Naja, okay, der ist in Ordnung. Kann man nicht meckern. Alles okay. Ich gehe mal zur Natursteinmauer. Das muss ich hier mal zumachen, damit hier nicht keine Schweine und keine Rehe reinkommen. Also als ich hierher gekommen bin, da habe ich 6 Rehe, ein Hirsch, 6 Wildschweine, ein Dachs. Oh. Igel, alles Mögliche unterwegs getroffen. Konnte nur 50 fahren. Oh, wow. Naja. Also das ist hier alles Brennnessel, ja? Brennnessel in Massen. Sieht wieder wie ganz gutes Heu aus. Hier sieht es aus wie bei meinem Nachbarn. Sieht schön aus. Hat auch schön die Steine sortiert. Mit Dach drüber. So ist es richtig. Seine Frau war ziemlich unwirsch, als ich mich kurz vorgestellt habe. So, und hier ist die Natursteinmauer. Also der Stall scheint mal länger gewesen zu sein. Oh, hier sind auch überall Schnecken wieder. Muss ich wieder vorsichtig sein, dass ich hier keine zertrete. Ja, hier ist leider alles auch mit Steinen unten drunter. Also Frank, so einfach so mit Permakulturhügeln ist es hier nicht, weil hier ist überall Steine drunter. Du könntest natürlich auch sagen, ja, ist doch egal, schütt doch einfach Lehmbrunnendorf oder so. Aber ja, ich würde gerne mal dort hinten rein, weil da
eigentlich gehören da noch 50 Zentimeter mir und ich müsste das mir mal da hinten angucken. Aber das ist eben von dieser ekelhaften Thuja zugewachsen. So, hier ist auch irgendwelcher Metallmüll unten drunter. Ja, so einfach ist das nicht. Also hier mit Permakultur. Guckt euch mal bitte die Brennnessel an. Brennnesselteehandel könnte ich auch machen. Bio-Brennnessel, die ist übrigens so hoch wie ich, ja. Also 1,80 Meter. So, da ist ein Naturlehm. Den könnte ich sogar benutzen. Wie gesagt, das sieht man eigentlich im Winter besser. Dann ist natürlich das Licht nicht so toll, aber ja, interessant eigentlich. Hier geht Imre gar nicht erst dran. Wie gesagt, hier ist Holz, da sind irgendwelche Dachziegeln. Also Natur fühlt sich hier pudelwohl. Ja, hier wurde auch jahrelang nichts gemacht. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht die schönen Weinbergschnecken zertrample. Ich mag die ja gerne. Ich konnte die als Kind schon gut leiden. Ich habe einmal in Paris Schnecken gegessen. Danach bin ich aus dem Restaurant rausgerannt und habe gekotzt. Weil das ist so eklig, sowas zu essen. Also die Franzosen, die nehmen ja das als Spezialität, so mit Knoblauch und Butter. Boah, das geht überhaupt nicht, ja. Ist so richtig daneben. Hier sieht man so ein bisschen mein Gemulch. Das hat sich bewährt. Super. Könnte ich eigentlich, wenn die Pflaumen reif sind, gut absammeln. Ja. Jetzt habt ihr den zweiten Teil des Grundstücks gesehen. Ach, da oben wächst auch ein Haufen Zeug. Aber könnte man machen. Also ich sehe auch schon, wie es aussehen könnte. An der Seite ist auch noch ein Eingang. Da hinten wurden auch Ziegel gesammelt. Der Dachdecker hatte mal meinen Ziegeln auf dem Hauptdach geklopft und meinte, oh, die sind noch gut. Also der hört das. Naja, als Highlight können wir ja nochmal hier reingehen. Das habe ich aus dem Stall geholt. Auch eine Regenrinne. Ist natürlich jetzt dunkel. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt was sieht. Ich probiere es mal. Ja, ein Hausrotschwänzchen meckert hier, weil hier war ein Nest und irgendwas ist hier passiert. So, oh ja, das kann man gut sehen. Oh, hier sind auch wieder Weinbergschnecken. Wieder vorsichtig sein. Ja, so, jetzt bleibe ich mal hier stehen. Also, hier, das ist der erste Raum. Hier ist eine Tür. Alles Naturstein innen drin. Also die Mauern selber sehen ganz gut aus, muss ich sagen. Alles mit Lehm und komischerweise hier dazwischen, weil die Zwischenwand haben sie mit Ziegel gemacht. Steht sogar noch, obwohl hier der Wurm drin ist, ja. Lichtschalter. Aber hier muss mal irgendwann ein Feuer gewesen sein. Übrigens zwei Balken, ja. Seltsamerweise, naja, irgend so ein Baumensch würde mir sagen, warum. Der zweite Balken, zwei, scheint ein Anker gewesen zu sein, ja, wie auch immer. Also, das könnte man hier eigentlich alles ausbaggern, wenn die Vorderwand weg ist. Ja, noch steht die Wand und die steht super innen drin. Hinten habe ich noch nicht gesehen, weil da komme ich ja noch nicht ran. Übrigens, die Glühbirne da oben ist noch in Ordnung. ja, und man könnte die Balken sogar runternehmen und auch noch benutzen. Jetzt gehe ich mal hier. Oh, das ist der zweite Raum. Na gut, der ist natürlich durch. Ich möchte nicht wissen, wie lange das hier schon so rumliegt. Aber der Kern der Balken, der ist noch in Ordnung, ja, hier hängt alles runter. Also das müsste man eigentlich von oben runternehmen. Naja, auf jeden Fall zu zweit oder zu dritt und auch oder mit einer Rüstung, weiß ich nicht. Hier müsste auch ausgeschachtet werden, ausgebaggert werden, weil hier natürlich der ganze Lehm auch innen drin ist, überall mit Stein. Ja, aber wie gesagt, also steht noch. Da ist eine Kalkwand mit Schwarz dran, warum auch immer, weiß ich nicht. Und oben drüber weiß gekalkt, aber es ist noch dran, ja. Und das Hausrotschwänzchen, das meckert, also muss hier irgendwo ein Dach sein. Wenn der Kater kommt, dann flippt das immer auch total aus. Das Hausrotschwänzchen, sieht man es? Nee, man hört es nur. Da oben ist es, naja, wie auch immer. Gut, okay, also
So sieht der Boden aus. Unheimlich viel Lehm hier drin. Das ist, normalerweise haben die Lehm oben nochmal auf diese Schicht drauf gemacht. Und dadurch ist der natürlich nach unten geklatscht. Hier sind auch ein Haufen Ziegeln. Es wäre natürlich besser, das mit einem kleinen Bagger hier alles rauszuholen. Aber wie gesagt, das sind 36 Quadratmeter. Man kann hier eigentlich ein sehr schönes, kleines Gästehaus draus machen. Ich finde ja die Art und Weise, wie das hier gemauert ist, finde ich ja ein totaler Traum. Nur die Seite, die kippt eben nach vorne ab. Ne? Das ist, ja, mal gucken, was. Hier sieht man auch die Lehmwand. Haben sie mit, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ist mit Heu vermischt, sodass es eben auch noch hält. Ne? Überall übrigens so schöne Beschläge, alle geschmiedet. Ich heb die alle auf, ich schmeiß sie natürlich nicht weg. Ich vermute mal, durch diese wilde, das seht ihr nicht, die durch diese wilde Installation hier vermute ich, dass das ein Elektrobrand war. Ja, aber es hält und hält, ne? Mal gucken, was hier noch so für Schätze unten drunter sind. Ich habe ja schon mal die Regenrinne hier rausgeholt, eine zweite auch. Die kann ich auch. Oh, hier ist noch eine Weinbergschnecke. Die Regenrinne habe ich auch hier schon hingelegt, um das Wasser von dem Natursteinhaus hier wegzuholen. Muss sie noch ein bisschen schmaler machen, um das da reinzubekommen. Und ich weiß nicht, ob man das. Ich muss mal ein Stück weggehen. Also, da die Regenrinne ist etwas höher und dann geht sie zwar ein bisschen runter, aber an der Stelle ist wieder etwas höher als dort. Und deswegen regnet das dort runter wie blöd. Ich sehe ja auch, dass sie ein bisschen nach vorne gedreht ist. Das kriege ich auch jetzt so nicht hin. Aber definitiv muss es dort etwas niedriger sein, weil da staut sich's immer. Da staut sich's immer und klatscht dann alles runter. Und da unten aus dem Rohr kommt gar nicht so viel raus. Also es ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Aufgabe, wenn es hier immer wieder mal regnet, hier das ein bisschen niedriger zu machen. Hier sind auch so handgeschmiedete Halterungen, eigentlich ganz niedlich. Die haben das einfach auf so einen Span drauf geklopft. Wahrscheinlich kann man die Höhe auch über die Span einstellen, aber die sind genagelt. Also das kann ich jetzt nicht einfach so abmachen. Muss mir überlegen, wie ich das mache. Hab keine richtige Idee. Vielleicht mache ich auch hier unten drunter bei den anderen da hinten einfach was unten drunter, dass es ein bisschen höher kommt und dadurch hier die niedrigste Seite ist. Auf jeden Fall süß gemacht, ne? Selbst die Alltagsdinge haben sie noch irgendwie verschönert. Auf eine kleine Art und Weise. Ja, und da geht natürlich hier auf die Mauer ständig die Feuchtigkeit, was total hohl ist. Das habe ich auch vorne am Haus. Und da will ich das Rohr dran machen, dass es ein bisschen weggeführt wird. Es hat natürlich auch Vorteile. Man könnte das Ganze dann kanalisieren und einen kleinen Teich draus machen oder unterirdisch weiter verlegen und einen Teich draus machen. Hier drüben übrigens beim Nachbarn ist es ähnlich. Man könnte eigentlich das Wasser von den Regenrinnen des Nachbarns nutzen für den Garten. Ja, also hier ist eine Regenrinne von dem Dach. Wenn man das ein bisschen rüberführt, dann könnte es sozusagen hier in mein Beet reinfließen. Oder ich mache hier sowas wie einen Kleinsteich und dann kann das hier rüberziehen. Muss ich mal gucken, hier hat sich der Teppich aufgerollt, wie es unten drunter aussieht. Naja, soll es noch nicht. Da werde ich wohl bis nächstes Jahr warten müssen. Und das gleiche übrigens, na, die Regenrinne, die ist ja richtig toll. Die hier. Die führt das Ganze am Haus entlang, was natürlich total Quatsch ist. Außerdem macht es die Mauer da nass, aber es ist egal, es ist ja Zement. Hier ist leider ein Hügel, deswegen kann man, wo ich drauf stehe. Den müsste man vielleicht ein bisschen begradigen, dann könnte man sozusagen die Regenrinne hier rüberführen und dann würde sozusagen mein ganzer Garten schön ja, über die Dachrinnen begossen werden. Also ein Trockenheitsproblem habe ich hier definitiv nicht, weil, wie gesagt, zwei Regenrinnen, da drüben noch eine und dann habe ich hier oben noch den, dann habe ich hier oben noch den Brunnen. Ne? Frank hat ja gesagt, ich soll eine Solarpumpe hier dran machen. Habe auch schon geguckt, alles klar. Eine Tiefensolarpumpe kostet so um die 180 Euro.
Jetzt ist hier so ein komischer Stecker. Also da ist schon eine Pumpe drin, ja. Ist auch glasklares Wasser, also ein echter Traum. Also man könnte genauso gut das Wasser von hier aus, diesen sanften Hügel. Aber wie gesagt, der Lehm, der speichert so dermaßen gut den Boden, dass ich überhaupt im Moment gar keine Probleme habe mit Feuchtigkeit. Ich habe auch noch nichts angebaut. Da muss ich mir drüber nächstes Jahr Gedanken machen. Also jetzt habt ihr sozusagen mein gesamtes Grundstück gesehen. Haus mache ich dann auch noch. Okay, das war's erstmal. Jetzt muss ich das Ganze noch hochladen und euch zur Verfügung stellen. Na dann, bis bald.